Gibt es noch Teile, können wir noch mal solche Autos herstellen? Und wir haben recherchiert, Teile gab es ohne Ende besser als das wurden riesige Lager aufgelöst und das war nicht mehr das Problem. Zweite Frage, bringen wir es noch? Ja, wir haben es noch gebracht. Wie gesagt, ich habe die letzten Autos mitgebaut und ältere Kollegen, die damals mitgewirkt haben bei meinem Vater, die haben das Problem auch lösen. Ja, und dann haben wir gesagt, dann haben wir es gemacht. Angefangen, wieder diese Autos für Oldtimer-Liebhaber zu bauen und es sollten eigentlich bloß 12 Stück entstehen. Mittlerweile sind wir jetzt beim 40. Das war meine erste.
los. Und das muss ich auch ehrlich sagen, das liegt natürlich auch an der jeweiligen Figur, an der Darstellung, die wir haben. Ob es möglich ist, in den Bereich den Helm zu tragen. Es geht nicht in jeder Situation, das kann ich leider sagen. Man muss ihn tragen, es geht manchmal beim Kochstand um eine entsprechende Höhe der Kollegen und das wird so nicht, um das zu machen. Ich auch geplant habe, das hat sich in den letzten Jahren doch verändert. Begonnen haben wir mal mit der dunklen Uniform, dann natürlich mittlerweile haben wir wieder auch die Uniform zurückgestellt. Ja, vielleicht auch, wenn Sie eine neue Kaffeetasse brauchen, auch mit unserem Konto frei. Also, ich würde Sie einfach bitten, wenn Sie uns da unterstützen, fördern Sie uns und ich muss mal kurz gucken, ob ich da gerade eine neue Mitteilung bekommen habe. Kleine Stadtteile bereisen wollen und da denke ich, wird es die eine oder andere Möglichkeit geben, mit uns das Ganze nochmal zu genießen. Ja. Ich werde gerade noch mal einen Ingenieur Gewürzsuppen fragen. Was einige glauben, dass wir noch Konkurrenzgefühle oder so entwickeln, das stimmt nicht, sondern jede Truppe hat so ihre eigene Art. Die Kollegen und Kolleginnen aus Frankreich sind sehr, sehr gut in Figurenfarben bei hohem Tempo, auf kleinstem Raum. Und die Artistik und der Akrobatik hat dann auch die Hamburger Polizei genommen. Ja, ich würde einfach sagen, Ende Oktober bei der Sportfahrt. Bis dann, tschüss. Ja, vielen Dank für die tolle Moderation hier zu der Moderatgruppe der Hamburger Polizei. Die Polizei hat einen hohen Sympathiefaktor in unserer Bevölkerung nach wie vor auf Platz 1. Ja, ich habe den Fall.
Thank you.
Und das war so, dass ich mich auf den Hof zu setzen, erstmal
ganz kurze Geschichte erzählen, dann kommt mir einfach mal so ein Sinn, wenn du so unterhaltsam redest. Natürlich der Heinz Kindler, der hier gerade vorbeikommt, ist ja auch ein ganz wichtiger Mann, der die Tour gemacht hat. Das war letztes auch ein kleiner Gegner, eine riesige galaktische Veranstaltung. Da sind wir uns auch über den Weg gelaufen und haben uns so richtig küssen unterhalten. Nein, aber die Geschichte, wo zwei kleine, ganz kleine Motorradfahrer in den Kleinen reinkommen und sagen, ja, zwei Halme, dann wird das sehen, aber was wollt ihr trinken? Gibt es auch den mit dem Daumenstuhl, ne? Komm, das ist ein helles Muster. So, jetzt kommt der grüne Elefant zu dem KS-601 Solo. Hat auch einen schönen Zaun. Malinggrün lackiert nach dem Krieg, weil Zünder 5 Tonnen neben von der Farbe. Und eine Trump Speedwin. Wir machen das hier wie die Hamburger Polizei, so ein Display, so mit 19 Mann, eine Pyramide, alles auf Motorrädern.